Heute wird es pixelig und abgeriegt mit der Gott nur bei Game Inc. Soll ich die nächste vorlesen? Nein. Tag Leute, willkommen zu Game Inc. Spielt heute Dear God, lautet das Spiel, wie Siri schon richtig sagte. Und deswegen starte ich mit dem Druck auf die A-Taste das Spiel. Jetzt. So, beginnen wir ein neues Adventure. Ich habe zwar schon mal kurz reingelurkt, aber nichts gerafft. Und wir werden jetzt einfach mal 15 Minuten spielen und gucken, was uns dieses Spiel zu bieten hat. Das erinnert mich sehr stark an Sword and Sorcery. Das hatte auch so einen ähnlichen Look. War aber wirklich rein pixelig, große Umgebung, sehr schön gemacht. Hatte ich auch mal auf dem Kanal vorgestellt. Das müsste eins von den ersten Videos sein. Ich glaube, wir spielen... welches erschossen werden soll. Das ist ein Wolf da hinten. Tatsache. Okay. What? Und Bambi hat sich davor geschmissen. Ich hoffe, man hört mich auch einigermaßen. You must now feel what it feels like to be one of us. If you do not redeem yourself, there will be far greater consequences. The elders will be watching you. Wir können sehr hoch springen. Hello there. At long last, you're the transhuman. The prophecy must be true. I'm the elder of agility and instructed by brethren to endow upon you. Ach, du liest mehr. The skill of double jump. You will now be able to make higher jumps. I also must noch höher springen. What? Ja, komm, wir haben die ewige Zeit. Krasser Scheiß. Was können wir noch? To attack, move towards. Es funktioniert. Sagen wir einfach, es hat funktioniert. Thank goodness, someone who can help me. Hä? Das hat mir jetzt geschadet, oder was? Kann ich eigentlich auch... Aha, hier kann ich wohl Items durchschalten. Ich bin gestorben. Ich wollte eigentlich irgendwie elegant drüber springen. Das hat ja nicht so gut geklappt. Aber dann bin ich ja wieder. Ha! Ist das random generiert? Okay, also da kann ich Sachen essen. Okay, ich kann Füchse kaputt machen. Und dann bekomme ich wieder Leben dazu, oder was? Ihr seid ja gut. Okay, ah, ich kann so eine Ram-Attacke machen, jetzt verstehe ich das. Ach, hübsch sieht es aus. Kann ich denn sonst noch was? Was ist denn das? Okay. What the fuck? Schnell weg damit. Okay, das war keine Bedrohung.
Ich fände es geiler, wenn es so richtig Megapixel wäre und dann mit, wie heißt es, Parallax-Effekt, dass sich so ineinander verschiebt. Was ist denn das überhaupt? Das ist eine Arena. Ach, dieses blaue Ding ist wahrscheinlich meine Angriffsstärke. Ich mache mir nur Füchse kaputt, wo ich weiß, das sind Fressfeinde. Potenziell. Na, okay. Das Springen ist so over the top. Uiuiui. Oh, der will's aber wissen, der Kollege. Aha. Habe ich den jetzt befriedet? Ach, der folgt mir. Ich verstehe. So, das heißt, ich hätte die Leute anstatt sie kaputt zu machen, werden mir irgendwie gefolgt. Warte mal, das leuchtet doch so komisch. Aha! Okay. Flieg, flieg zum Sieg. Dark Light. Immoral. Okay, ich war wohl ein bisschen. War wohl nicht so nett. Da unten ist doch was. Okay, vielleicht auch nicht. Hab ich wohl. Oh. Ich bin wohl in die Starre gefallen. Wie ich starte hier, jetzt bin ich kein Fuchs. Okay, jetzt bin ich wahrscheinlich vom Reh zum Fuchs, weil ich böse war. Okay, ich nehme an, wenn es blau ist, ist es gut und wenn es rot ist, war es schlecht. Sind wir da irgendwie auf einer Linie? Wo war denn das? Nee, war es nicht? Hä? Irgendwo ging das doch. Die Kamera leuchtet mir rot auf, das finde ich nicht in Ordnung. Das war böse. Soweit sind wir. Naja, Leute. Eigentlich würde ich behaupten, dieses Spiel verstanden zu haben. Es geht hier um Gut und Böse. Und bevor die Kamera jetzt ihren Geist komplett aufgibt, verabschiede ich mich schon mal. Werde noch ein bisschen weiterspielen und ihr könnt euch das angucken, wie ich weiterspiele. Das wird aber nicht sonderlich länger sein, also ein bisschen. Und habe ich jetzt auf der Xbox One, gab es mal als Ding, als Download-Titel kostenlos letzten Monat im August oder was? Was passiert jetzt? Und ich kann nur sagen, ist ein Blick vielleicht wert, ne? Ist vielleicht tatsächlich ein Blick wert.
In diesem Sinne verabschiede ich mich, sag bis auf dann. Vielen Dank fürs Zugucken. Ach, ich habe Hunger wahrscheinlich. Okay, deswegen gleich drauf. Naja, so kann es gehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen. Das war es von dir, Gott. Und ich sage auf Wiedersehen. Kann der wohl, der Fuchs, nicht noch irgendwas? Ich bin verdammt wahrscheinlich. Ich bin tatsächlich gestorben. Oh, ich bin wieder in der Rehe. Passiert.
Sehr hübsches Spiel. Ah, wir sind an der Hütte. Okay, ich muss sagen, man noch öffnen. Ah, okay, da sind Items drin. Eines der bizarrsten Plattformen, die ich je gespielt habe, muss man ja ehrlich sagen. Oh, und ich habe Hunger. Habe ich irgendwas im Inventar, was meinen Hunger? Nein, sie haben mich erschossen. Tja, Leute. Ha! Starte ich doch hier gleich wieder. Wenn das nicht mal eine gute Tat war. Just a feeling. Jetzt geht ihr doch die Kamera so lang. Naja, dann können wir auch unsere komplette Zeit. Jetzt haben wir hier Affen. Leute, es wird immer verrückter. Dann kann ich mich ja dennoch von euch normal verabschieden. Das war's von Dear God, Leute. Mit zwei Verabschiedungen in einem Video. Das ist nicht super. Sehr interessantes Spielkonzept. Also hat man so auch noch nicht gesehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich finde es auf jeden Fall lustig. Ich werde da bestimmt nochmal reingucken. Und gibt es bestimmt auch für einen PC. Wäre so ein typischer Steam-Titel für mich. Und wer Gefallen jetzt gefunden hat an dem Video, Daumen hoch. Wer Gefallen an dem Spiel gefunden hat, auch einen Daumen hoch. Und ich freue mich, wenn ihr mich abonniert. In diesem Sinne sage ich, kein Video mehr verpassen. Und ich sage, das war's von Game Inc. Bis auf dann.